25 cm Größenunterschied. War keine Option, A3 oder so? Nee, ne? A3 ist auch schön, aber ja, ich stehe einfach auf so kleinere Autos. Ja, das war echt ein guter Spruch. Sie trennen 33 Jahre. Tschüss, Vater. Du magst jetzt sozialen Selbstmord. Unterschiede nicht nur auf den ersten Blick. Ich würde schon sagen, dass ich früher ein Neonazi war. Doch alle sagen, es ist trotzdem Liebe. Ein Film über das Geheimnis ungleicher Paare und wie sie um ihre Beziehung kämpfen. Ja, 33 Jahre trennen Sabina und Ari. Als Beziehungsmodell sind sie mit so einem extremen Altersunterschied in Deutschland eine absolute Ausnahme. Im schleswig-holsteinischen Trittau beginnt der Tag für eine besondere Familie. Sabina und der 29-jährige Ari sind seit 5 Jahren ein Paar. Die gebürtige Dänin wurde im Alter von 61 Jahren nochmals Mutter von Drillingen. Liebe kennt kein Alter. Und wenn das nun mal so ist, das ist ja die Akzeptanz in der Gesellschaft. Wenn ein sehr viel älterer Mann, also diese Kombination gibt's ja ganz oft, ein sehr viel älterer Mann mit einer sehr jungen Frau, da wird nicht viel gesagt. Aber wenn das umgekehrt ist, oha, das ist ja nicht normal hier. Für Sabina und Zahntechniker Ari war ihr Altersunterschied nie ein Problem. 2018 heiraten die beiden und werden ein Jahr später Eltern von 3 kleinen Jungs. Es gibt viele schöne Momente, aber natürlich, als die 3 gesund zur Welt gekommen sind. Die Liebesgeschichte des Paares beginnt über Umwege. Ari stammt aus Indonesien und war in seiner Heimat ein erfolgreicher Badmintonspieler. 2011 kommt er nach Deutschland, um hier für den Verein TSV Trittau in der Bundesliga zu spielen. Zahnärztin Sabina und ihre Familie nehmen den jungen Gastspieler bei sich auf. Ja, die Liebe kam ja einfach so. Sabina war am Anfang nur meine Gastmutter, aber dann ja irgendwann, sie ist ja meine Frau geboren. 2014 trennt sich Sabina von ihrem damaligen Mann und er zieht aus dem gemeinsamen Haus aus. Diese Trennung verändert auch die Beziehung von Ari zu seiner damaligen Gastmutter. Dann habe ich ja irgendwann auch ein Herz, oh ja, sie ist ja auch lieb, sie ist auch nett, ehrlich. Ari hat mich sehr unterstützt in der Zeit. Ja. Ihre Beziehung halten die beiden zunächst geheim. Aber dann wird die damals 61-Jährige schwanger und muss sich harter Kritik stellen. Nicht jetzt, dass wir geheiratet haben oder so. Das haben wir nicht unter die große Glocke. Das war nicht in der lokalen Zeitung oder sowas. Das hat vielleicht auch nicht jeder mitbekommen. Aber die Ängste, die fingen eher an, als ich dann schwanger war, weil ja, ich will ja nur nicht meinen Ex-Mann aushängen, aber er meint, du magst jetzt sozialen Selbstmord. Aus ihrer ersten Ehe hat Sabina bereits 6 erwachsene Kinder im Alter von 25 bis 39 Jahren. Ihr jüngster Sohn Jonathan lebt noch bei ihr und Ehemann Ari. Altersmäßig auf Augenhöhe mit dem neuen Mann seiner Mutter und gleichzeitig Bruder zu werden. Wie funktioniert das? Schon sehr, sehr lieb. Auch einfacher, als ich dachte. Generell eigentlich sehr, sehr schön, hier zu haben. Nein, aber das ist so süß. Die kennen ja Jonathan, weil er ist ja ein gewohntes Gesicht. Und dann strahlen sie, wenn er reinkommt. Das ist richtig schön. Ne? Das ist Jonathan. Vor dem hast du keine Angst, ne? Nein. Der neue Mann seiner Mutter ist gerade einmal 4 Jahre älter als er selber. Ja, Stiefvater-Sohn-Verhältnis gibt's nicht. Es ist ein freundschaftliches Verhältnis. Jonathan ist Profi-Badmintonspieler, so wie Mamas neuer Partner. Das verbindet. Viel zu gut. In Trittau betreibt die 62-Jährige gemeinsam mit ihrem Ex-Mann und ihrem 33 Jahre jüngeren neuen Partner eine Zahnarztpraxis.
Der große Altersunterschied scheint mittlerweile in der Familie kein Problem mehr zu sein. Doch das war nicht immer so. In Welzheim bei Stuttgart leben Luisa und Nico. Begonnen hat ihre Liebe als Teenager-Romanze. Mittlerweile sind die beiden seit 5 Jahren ein Paar. Nico ist Luisas Traummann. Fast. Vom Traummann hat man klar ab einem bestimmten Alter schon eine Vorstellung, wie der aussehen sollte. Und klar hatte ich die Vorstellung größer, aber ich habe mich jetzt nicht, ob jetzt 1,70 oder 1,80, habe ich mich jetzt nie festgemacht. Aber klar, ich habe gesagt, größer soll das sein. Aber dieses blond, dunkelblond und braun gebrannt und guter Körper oder muskulös, ja, so die Vorstellung hatte ich schon. Von dem her hat es schon gepasst. Nur die Größe kam dann anders. Denn Luisa überragt ihren Nico um 25 cm. Frühstück ist fertig. Kommst du? Geil, ich bin gleich fertig. Ist ja perfekt. Also ich stand ja als erstes auf die. Ja, also ich habe dann sozusagen, ich habe ja drum kämpfen müssen so ein bisschen. Ja. Ich habe dann das hier irgendwann mal gesagt und dann war das noch so ein bisschen unklar. Und für mich, ja, sympathische Frau, sieht natürlich gut aus. Klar, das ist ja immer so der erste Aufhänger. Ne? Und dann, ja, eben nett gewesen, gut ins Gespräch gekommen, haben uns immer gut verstanden, war so ziemlich auf einer Ebene irgendwie von den Gesprächen und hatten immer Spaß, viel gelacht. Das ist ja mir auch immer sehr wichtig. Ja, dann hat sich das so für mich ergeben. Ja, also wir haben eine gute Freundschaft davor aufgebaut, weil wie lange, ich glaube so ein halbes Jahr oder so, haben wir miteinander geschrieben und uns kennengelernt, haben uns echt oft getroffen. Und ja, genau, ich finde, so. Ja, es war irgendwie wichtig, dass irgendwie so eine gute Freundschaft aufgebaut worden ist. Und dann ist halt mehr draus geworden. Ist immer sympathischer geworden. Und dann hat es halt irgendwann einen Klick bei mir gemacht. Und dann war ich auch in dich verliebt. Mit einer Körpergröße von 1,40 Meter ist Nico einer von 100.000 Kleinwüchsigen in Deutschland. Für die Liebe der beiden kein Problem. Doch wie reagiert das Umfeld? Also tatsächlich im Alltag werde ich nicht oft drauf angesprochen. Ich meine, Familie, Freunde, das ist ja jetzt seit fast, oder seit 6 Jahren so. Genau, und da muss ich, da werde ich gar nicht mehr gefragt, auch nicht im Geschäft und so. Klar, wenn mal eine neue Mitarbeiterin ist und so, irgendwann kommt es da natürlich raus und dann ist es schon am Anfang so, ah, okay. Und ich finde es schön, aber alle, die, ich glaube, die trauen sich das gar nicht da näher nachzufragen. Doch. Ja, glaube ich schon. Ja, habe ich so das Gefühl, ja. Also im Alltag werde ich da nicht drauf angesprochen. Will ja keiner was Falsches sagen. Für mich war es schon immer und auch für meine Eltern, Gott sei Dank, und auch jetzt mit Luisa, für mich war das nie ein Thema, dass ich mir irgendwelche Erleichterungen rausziehen will oder so. Ja, weil das irgendwie, das packt einen so am Stolz so ein bisschen, ja, so gefühlt, ja, dass man dann sagt, ah Mann, irgendwie, man will es einfach möglichst normal haben. Normal ist sonst ganz und gar nicht Nikos Devise. Der 26-Jährige ist Deutschlands erfolgreichster Behindertensportler. In seiner Disziplin Kugelstoßen ist er mehrfacher Europa- und Weltmeister. 2016 gewann er eine Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen in Rio und hält mit einer Weite von 14,30 Meter den aktuellen Weltrekord. Ob beim Sport oder im Alltag, als Behinderung empfindet er seinen Kleinwuchs nicht. Ja, wenn man das niedriger machen würde, das ist... Ja, also ich kenne es halt echt nicht anders und ich finde es echt angenehm. Also ich habe damit echt keine Schwierigkeiten. Wenn es natürlich hier hängen würde oder so, ja, und ich dann so die Hände wasche und dann das Wasser hier runterläuft, okay, das muss nicht sein. Aber so völlig entspannt. Und wenn das jetzt, also ist vielleicht auch ein bisschen mein Ego, ja, aber wenn jetzt hier das Waschbecken so ist und hier dann das Waschbecken auf der Höhe hängt, nee, hätte ich keinen Bock drauf, ehrlich. Also eine Sache, die haben wir, das ist, würde ich sagen, dieser Spiegel, weil der einfach ein bisschen tiefer hängt. Ja, dass ich mich sehe und Luisa sich sieht. Ich kann mich gerade noch so sehen. Und jeder, der ein bisschen größer ist, der sieht sich dann nicht mehr oder nicht mehr so gut, umso näher er natürlich kommt. Ja, Küche, was haben wir da? Standardküche. Ja. Hast du denn sonst irgendwelche Einschränkungen hier in der Küche oder... Eher ich mit der Dachschräge. Ja. Hier oben, da geht er eigentlich nie hin. Da fragt er immer, was da drin ist. Das weiß er gar nicht, was da drin ist. Das Zebra. Oder, genau. Ja, Zebra oder To-Go und Kaffeebecher. Wenn er da mal einen braucht, fragt er jedes Mal, wo er ist. Das weiß er gar nicht. Doch ein zu hoher Küchenschrank ist bei weitem nicht die einzige Alltagshürde für Nico. Brandenburg, Ludwigsfelde in der Nähe von Berlin. Hier leben Sophie und Sitris.
Der 30-jährige Kameruner und die 27-jährige Brandenburgerin sind seit knapp 3 Jahren ein Paar. Gerade in dieser Stadt, wo der Ausländeranteil bei nur 5% liegt, fallen die beiden auf. Auf der Straße, wir sind immer, die Leute gucken uns immer böse. Aber es ist mir egal, weil die Leute gucken mich immer böse. Egal, was ich mache. Sitris lebt seit 2016 in Ludwigsfelde. Heimisch fühlt er sich in der 26.000 Einwohnerstadt jedoch nicht. Zu stark erleben er und Sophie die Vorbehalte ihrer Mitbürger. Für mich fühlt sich das immer sehr, sehr blöd an, wenn so Leute wahllos irgendwelche Beleidigungen einen an den Kopf knallen. Meistens sind die aber dann geschockt, wenn ich mich umdrehe und halt was dazu sage, beziehungsweise hingehe, was ist denn jetzt ihr Problem? Können wir das bitte ausdiskutieren? Sophie wohnt im Alter von 27 Jahren noch bei ihren Eltern. Ihr 30-jähriger Freund lebt in einer Wohngemeinschaft im Nachbarort. Seine gemeinsame Zeit verbringt das Paar daher meist bei Sophie. Ich wohne hier mit meiner Mama und meinem Papa zusammen. Eigentlich ist es eine Dreiraumwohnung, aber wir haben halt quasi 4 Räume und diesen riesigen Flur. Und der Flur ist halt mein Wohnzimmer quasi. Habe ich mich halt gemütlich eingerichtet. Dann, das hier ist dann halt unsere Küche. Herd und so teilen wir uns alles. Und das hier ist mein Schlafzimmer, wo ich mich quasi auch die meiste Zeit so aufhalte, ja. In der elterlichen Wohnung probt die junge Frau mit ihrem Partner den Beziehungsalltag. Sie bekocht ihn und kümmert sich um den Haushalt. Sitris arbeitet als Lagerist. Die Rollen sind klar verteilt. Trotzdem sorgt die unterschiedliche Herkunft des Paares oft für Reibungspunkte. Wir gehen immer in kamerunische Restaurants essen. Mhm. Wenn ich zu dir sage, lass uns zum Mexikaner gehen, lass uns Mexikaner zum Inder ist in Deutschland gehen, lass uns zum, ja, lass uns in ein, nein, lass uns in ein deutsches Deutsche Restaurant. Ja, ja, aber essen. Es geht, Schatz, es geht einfach auch darum, dass wenn ich zum Beispiel irgendwas anderes mal essen möchte, nicht nur Kamerun, möchtest du nicht, weil du deine Kultur halt liebst und lebst. Wenn wir gehen nicht in Deutschland, das heißt, wir müssen nach Kamerun. Warum können wir nicht auch mal anderes ausprobieren? Es gibt so viele Restaurants, wo man einfach mal essen gehen kann, weil es so viele verschiedene Kulturen gibt, gerade in Berlin. Ja, aber ich esse gerne, was ich finde lecker. Punkt. Sophie war nicht immer so offen für andere Kulturen. Und eine Beziehung mit einem Mann wie Sitris war für sie vor einigen Jahren noch völlig undenkbar. Als Sophie 14 Jahre alt ist, lernt sie ihren ersten Freund kennen und kommt in Kontakt mit der rechten Szene. Ausländer zu hassen, das gehörte zum guten Ton. Er hat mich halt zu Leuten gebracht, die halt ein komplett anderes Weltbild hatten. Und ich war halt auch noch sehr jung, habe mich da sehr, sehr krass beeinflussen lassen. Ich habe auch meine Familie mit reinziehen lassen. Und früher war es dann wirklich so, dass ich gedacht habe, so, ja, die Ausländer, die machen Deutschland kaputt. Ich würde schon sagen, dass ich früher ein Neonazi war. Durch die Trennung von ihrem damaligen Freund schafft Sophie schließlich den Absprung aus dem rechten Milieu. Nee, ich kann gar nicht glauben, wie krass ich früher drauf war und dass ich das echt, nee. Also heutzutage schäme ich mich dafür. Für mich, für uns ist es dunkel so, ist alles schwer hier für uns hier in Deutschland. Sophie hat mir gezeigt, sie ist anders. Sitris ist mit 12 Geschwistern in Kamerun aufgewachsen. Wegen eines Bürgerkriegs flieht er aus seinem Heimatland und kommt 2016 nach Deutschland. Seitdem läuft sein Asylverfahren. Kurze Zeit nach seiner Ankunft in Ludwigsfelde lernt er über ein Datingportal Sophie kennen. 1-2 Tage später haben wir uns auch gleich getroffen. Mhm. Und ich sehe immer noch so vor Augen, wie er unter diesem Baum steht. Und ich gleich wusste so, oh, das ist er. Das ist so, den möchte ich haben. Beim Sophie ist meine erste echte Beziehung. Also mit einer Frau so zu bleiben, jeden Tag zu Hause, schlafen, so habe ich kennengelernt. Nach 3 Jahren Beziehung schmiedet das Paar große Pläne. Ich wünsche mir für unsere gemeinsame Zukunft, dass wir schnell heiraten können, dass wir schnell schwanger werden und dass wir auch zeitnah eine Wohnung finden und endlich als Paar, als Familie ein Leben führen können. Viele Wünsche und konkrete Vorstellungen.
Doch wie schwer es werden wird, all das umsetzen zu können, werden Sie bereits bei der Wohnungssuche erleben. In Trittau geht Sabina einkaufen. Die 62-Jährige ist nochmal Mutter von Drillingen geworden. In einem Alter, in dem sich andere Frauen über Enkelkinder freuen. Die ungewöhnliche Mutter fällt auch hier im Supermarkt auf. Hallo, oh, das ist ja süß. Während ihr 29-jähriger Ehemann arbeitet, kümmert sich die Zahnärztin allein um ihre gemeinsamen Kinder. Für Sabina hat ihre späte Mutterschaft durchaus Vorteile. Also mit 62 ist es vielleicht positiv anders sogar. Wenn man sehr jung ist, ich war ja knapp 24, als ich mein erstes Kind bekommen habe, da wollte ich ja noch so viel und haben vielleicht gar nicht so das Kind genossen, wie ich die jetzt genieße. Luise, komm jetzt runter hier. So. Aber drei kleine Kinder machen viel Arbeit. Die Situation, wo man an die Grenze kommt, dann ist, wenn man wirklich hier ganz alleine ist und alle drei schreien. Da kommt man an die Grenzen. Und wenn er ist vielleicht auch noch müde, dann denkt man, okay, was machst du jetzt? Aus diesem Grund hat Sabina bei der Pflege ihrer drei kleinen Söhne Unterstützung von ihrem Kindermädchen Isra. Wo bist du, Isra? Ja. Nee, das ist ja Nino. Ja. Ja, dann geben wir mal Nino hier zur Mama. In der ersten Ehe der neunfachen Mutter gab es eine klare Arbeitsteilung. Ihr Mann, ebenfalls Zahnarzt, kümmerte sich ausschließlich um das Einkommen, während die gebürtige Dänin halbtags arbeitete und sich um die sechs gemeinsamen Kinder kümmerte. Ihr jetziger Mann sieht seine Vaterrolle ganz anders. Ob das am Alter liegt? Es ist eine große Unterstützung. Jetzt heute sind wir hier nur zu zweit und das sind drei Kinder, die versorgt werden müssen. Und ich muss in einer halben Stunde arbeiten. Das ist schon ein Stress. Bei der Betreuung ihrer Drillinge sind die beiden ein eingespieltes Team. Während ihr neuer Partner vormittags arbeitet, kümmert sich Sabina um die Kinder. Am Nachmittag geht die 62-Jährige in die Praxis und ihr Mann übernimmt. Komm, bitte. Ich muss jetzt zur Arbeit. Okay. So. Hast du noch nicht gegessen? Ne? Ja, schon. Hast du schon? Okay, ja. In seiner neuen Rolle geht der 29-Jährige voll und ganz auf. Aber Ari hat das verändert. Er trägt richtig Verantwortung jetzt und er macht das richtig gut. Tschüss. 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 Der Altersunterschied von 33 Jahren macht ihre Beziehung außergewöhnlich. Mit über 60 Jahren noch mal eine Familie zu gründen, war für Sabina längst kein Gedanke mehr. Für Ari dagegen fast eine Selbstverständlichkeit. Mit dem Wunsch nach Kindern kam Ari zuerst. Ich habe meinen Bedarf an Kindern eigentlich schon gesättigt gehabt. Ich habe zu Sabina dann gesagt, wir leben nur einmal. Warum nicht? Wir versuchen doch erst, wie wir dann Beste machen. Ari hat immer Vertrauen gehabt. Ja. Ich bin sicher, du kannst noch. Das Paar ist fest entschlossen, sich den Traum nach gemeinsamen Kindern zu erfüllen. Auf der Suche nach medizinischen Möglichkeiten werden sie schließlich im Ausland fündig. Dann habe ich eine Klinik angeschrieben. Gleich am nächsten Tag war die Antwort auf meine E-Mail. Ja, natürlich können wir Ihnen helfen. Dann wird er natürlich auch eine Untersuchung gemacht und von ihm auch. Und da hat sie gleich gesagt, das sieht ja super aus. Also meine Gebärmutter ist wohl in richtig gutem Zustand und so weiter. Und dann ging es halt los. Am 8.11.2019, da ist ja die Kinder geboren. Das ist ja für mich am schönsten. Die Drillinge mussten per Kaiserschnitt geholt werden. Kannst du nicht haben.
Wenn die Kleinen eingeschult werden, wird Sabina fast 70 Jahre alt sein. Aber Zeit, darüber nachzudenken, hat sie nicht. Und sie will es auch nicht. Schließlich gibt es für das ungleiche Liebespaar schon genug Herausforderungen zu bewältigen, wie sich bei einem Familienausflug zeigen wird. Zurück bei Sophie und Sitris in Ludwigsfelde. Beide sind auf dem Weg zu einem besonderen Termin. Sie haben sich an eine Maklerin gewandt, um endlich eine gemeinsame Wohnung zu finden. Seit anderthalb Jahren sind sie auf der Suche. Erfolglos. Für das augenscheinlich ungleiche Paar liegen die Gründe auf der Hand. Ich gehe schon davon aus, dass auch ein Problem ist, halt, dass er Ausländer ist, weil ja auch viele ein Problem haben damit. Und vielleicht auch schon Mieter, die da wohnen, auch ein Problem damit vielleicht haben könnten. Und dass dann Vermieter denken, ach, das wollen wir nicht, dass da Streit kommt und uns deswegen die Wohnungen auch nicht geben. Bei Sophie, wir können nicht zu Hause richtig unsere Tage genießen. Meine Eltern sind da, für mich ist es so schwer. Dass ich stehe jeden Tag auf, so, ich sehe Mama und Papa, ich bin schon alt, 30 Jahre. Ich habe seit Jahren allein gewohnt. Deswegen, ich hätte gerne, dass wir finden eine Wohnung hier schnell. Okay. Danke schön. Wir können jetzt mal durchtreten bis zur Wohnstube. Okay. Die Idee des Paares: Vielleicht können sie mit Hilfe einer Maklerin besser potenzielle Vermieter und Nachbarn von sich überzeugen. Guck mal, das könnte das Schlafzimmer werden. Das ist unser Schlafzimmer. Ja. Und guck mal, wie groß die Fenster sind, Schatz. Ja, wie groß. Gut. Ich glaube schon, dass die erst mal komisch gucken würden, wenn sich das Mieterklientel verändert und dass ich auch sicherlich ein paar Nachfragen hätte und auch Ängste hätte und Bedenken hätte. Das liegt einfach an dem Alter der Mieter, dann würde ich so sagen, dass sie noch nicht so weltoffen sind. Ich finde die Wohnung echt toll, aber ich glaube, sie ist halt extrem groß. Für mich ist nicht zu groß, für mich. Für mich ist egal. Die Wohnung gefällt mir. Ja, wenn es gibt eine Möglichkeit, wir nehmen die Wohnung. Feierabend. Die Wohnung gefällt den beiden. Aber Sophie ahnt, dass sie zu groß ist, um ins Budget zu passen. Wie hoch wäre denn hier die Miete? Die Wohnung hier speziell kostet 1.188 € netto kalt. Ja. Pro Monat? Ja, pro Monat. Und dann kommen noch die Nebenkosten. Das ist schon viel. Und übersteigt damit die finanziellen Möglichkeiten der beiden. Aber das Multikulti-Paar hofft, einen sympathischen Eindruck bei der Maklerin zu hinterlassen, sodass sie demnächst bei günstigeren Wohnungen bedacht werden. Ich hoffe, wir finden etwas ein bisschen kleiner bei Ihnen. Genau. Wir haben uns ja heute kennengelernt und dann schauen wir mal, was ich wissen kann. Okay. Ja. Die Tendenz geht schon so in Richtung 3 Monate. 3 bis 4 Monate werde ich auch was gefunden haben für die beiden. Also die Wohnung ist traumhaft, aber für uns einfach zu groß und auch zu teuer. Aber ich freue mich, dass wir diesen Kontakt jetzt zu ihr haben. Und ich werde mich auf jeden Fall die nächsten Tage bei ihr melden, in der Hoffnung, dass sie vielleicht in den nächsten paar Monaten eine Wohnung für uns findet. Bei der Wohnungsfrage gibt es also einen Lichtblick. Das ungleiche Paar erwartet aber noch eine andere Hürde auf ihrem gemeinsamen Weg. Wie steht Sophies Familie zu den Hochzeitsplänen der beiden?